Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Geflügel liegt im Trend. Es hat wenig Fett, ist ein guter Eiweißlieferant und lässt sich in der Küche von einfach bis raffiniert auf unzählige Arten zubereiten. Auch hier im Studio haben wir Ihnen ja schon mehr als einmal ein Boulet-Gericht vorgestellt. Ich bin gespannt, was Armin Amrain heute dazu eingefallen ist. Es ist wieder einmal eine heisse Sache. Boulet-Brüschli auf mexikanische Art. Grüezi miteinander. Alle Boulet-Teile, also Flügel, Schenkeli oder Brüschli, die wir dann im Rezept werden sehen, sind bei uns im Moment 20% günstiger. Bestimmt eine gute Gelegenheit, um jetzt Boulet zu kaufen. Es gibt aber noch einen anderen Grund und der heisst tiergerechte Stallhaltung. Boulet aus dieser besonders tierfreundlichen Stallhaltung wachsen bei natürlichem Tageslicht auf. Der Stall ist mit genügend Hobelspänen, Sand oder Häcksel bodendeckend eingestreut und erhöhte Sitzstangen ermöglichen das artgerechte Ausruben. Auch ein freier Auslauf ist allen Tieren zugänglich. Das Schweizer Qualitätsfutter enthält ausschließlich pflanzliche Produkte und keine Wachstumsförderer. Und damit wären wir schon parat fürs Rezept. Bitte, Armin. Boulet-Brösli auf beiden Seiten mit Paprika und geilem Pfeffer würzen. Dann im heißen Öl braten, rausnehmen und erst jetzt salzen. Fein gehackte Knoblauchzehen und Frühlingszwiebeln mitsamt dem Kraut im Bratenfond andämpfen. Mit einem Dezi Rotwein ablöschen, eine Dose Pelati und ein bisschen Tomatenpüree beifügen. Alles aufkochen und mit Pfeffer, Paprika und Salz würzen. Jetzt Boulet-Brüschli zurück in die Pfanne, in die Soße legen und zugedeckt werden 10 bis 15 Minuten schmoren. Feine Peperoncini-Streifli und abgetropfte Maiskörner ebenfalls dazugeben und weitere 5 Minuten mitköcherle. Boulet-Brüschli mit den Soßen anrichten und mit den restlichen Frühlingszwiebeln bestreuen und zusammen mit Brotherdöpfeln servieren. Das Rezept steht wie immer in der neuen Coop-Zeitung. Ich wünsche euch jetzt schon viel Vergnügen. Danke, Armin. Im Juni wird darüber entschieden, ob die Olympischen Spiele 2006 in Sion stattfinden. Die Begeisterung für Sion 2006 ist mit den Sportlern da. Jetzt müssen wir sie nur noch austragen und gewinnen. Gold für die Schweiz und Gold für sie heisst es auch heute wieder. Und wir starten zur zweiten Goldrunde, offeriert von Pomme Duchesse von Goldstar, Hero Le Fruit Confiture, Evian Mineralwasser, Knuspermüsli von Emmi und Coop Naturaplan Hinterschinken. Jetzt aber sofort zur goldigen Chance, zur Ziehung vom VE Polo Classic im Wert von 22'470 Franken. Der neue Volkswagen bietet das Höchstmaß an Sicherheit, hochwertige und langlebige Verarbeitungsqualität und besonderen Fahrkomfort. Die Verbindung von seinem dynamischen Design mit der umfangreichen Serienausstattung macht das Fahrvergnügen mit dieser sportlichen Limousine perfekt. Wir sind gespannt, wer das mal Glück hat und die goldene Chance packt. In wenigen Augenblicken ist es soweit und das ist der glückliche Gewinner. Herzliche Gratulation! Holen auch Sie sich eine Teilnehmerkarte in Ihrem Coop-Laden und machen Sie mit bei der nächsten Goldrunde. Die Ziehung ist am 12. Mai hier bei uns im Coop-Studio, ein Termin, den Sie also nicht verpassen sollten. Auch nicht verpassen sollten Sie diese Woche unsere Aktionen, da wie immer ein paar Beispiele. Ausländische Tomaten kosten per Kilo 2,20. Und einen feinen Butterzopf kommen Sie einen Franken günstiger über. Mit der GoProfit-Karte gibt es Geranien für 2 Franken. Sie wissen ja, GoProfit Plus, vorzeigen, sofort profitieren. So viel für heute aus dem Coop-Studio. Danke, dass Sie Zeit hatten und weiterhin einen schönen Abend.